Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Das letzte Mal haben wir uns die letzten britischen Gebiete unter den Nagel gerissen, weil irgendwie waren wir nicht in der Lage, wenn wir den Krieg mit Großbritannien führen, dass wir irgendwas von denen da erobern. Was ich echt widerlich finde, weil ich habe keine legale Möglichkeit gefunden, diese Gebiete von Großbritannien loszureißen. Ich wollte ihm einen Kriegsgrund zufügen, dass sie die Satellitenstaaten freigeben müssen, aber das hat nicht funktioniert. Ich weiß echt nicht warum. Möglicherweise müssen wir den Kriegsgrund erschaffen gegen Großbritannien, damit wir das können. Weiß ich nicht. Außerdem haben wir bei dem Krieg einen riesen Blödsinn gemacht. Wir sind da zweimal mit Truppen durchgezogen durch dieses Gebiet, durch Rewa. Dadurch haben wir dort die Rebellen, die faschistischen Rebellen von Bundelkant, ist das, oder? Ja, von Bundelkant vernichtet, die gerade dabei waren, Rewa zu erobern. Das heißt, Bundelkant hätte sich eigentlich selbst losgesagt von den Briten. Jetzt müssen wir warten, ob sie noch einmal Faschisten kriegen oder Kommunisten oder sonst was. Das ist sehr ärgerlich, weil die Nationalisten, die die hier haben, in Basta, ich glaube, die lösen sich nicht los von Großbritannien. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass sie das nicht tun. Also die ändern dann nicht den Satellitenstaaten und Einflussphasen, Einflusssphären-Dings. Wenn die gewonnen haben. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, von Basta. Nur zu Basta, nur zu. Gut, das heißt, wir müssen jetzt wieder ein wenig warten, bis wir wieder Krieg führen können. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, wir sollten tatsächlich mit Großbritannien Krieg führen. Okay, kein Geld. Warum das? Was habe ich da gemacht? Hohe Steuern. Eigentlich müssten wir Geld haben. Ah, warte mal, das müssen wir ein bisschen runtergeben. Auf 75% oder so. Und das gehen wir wieder rauf auf 90. Das gehen wir auch weiter rauf auf 70%. Und dann schauen wir mal, wie es weiter ausschaut. Ja, warte mal. Zuschüsse sind nur bei 400, also so schlimm ist das jetzt nicht. Was? Ist das arg? Nein, ich will da nicht so. Oh Gott. Ich will auf 50% runtergehen. Boah, bist du irre. Da geht das aber gleich ziemlich hoch. Ich gehe auf 60% oder 55%. Na, weiter unten ist eh besser, weil dann gehen wir dafür für 85%. Ausgezeichnet. So. Daheim. Die fahren gerade heim. Ausgezeichnet. Vielleicht sollten wir mehr Schiffe bauen. Und wir werden auch die Steuern wieder weiter runtersetzen. Wir haben noch immer ein schönes Plus. Das müsste eigentlich reichen. Gut, dann schauen wir mal. Wie schaut das da aus? Ein Wahlkampf. Ach Gott. Jetzt kriegen wir dann gleich wieder die Liberalen in die Regierung. Die machen wieder die ganze Wirtschaft hinüber. Weil sie nicht wissen, was sie tun.
gebaut. Ist das nicht gescheit, dass die da weiter Geistliche machen? Mal, wie ist denn das in Hetera gebaut? Das muss dieses Gebiet hier sein, gell? Wie viele Geistliche haben wir denn da schon? 3,5%. Wir bauen doch gerade Facharbeiter rein. Schaut aus wie so ein Ding, wie so eine wie ist das Kurve? Ah, okay, gut. Die auch zusammen, dann können wir da jetzt auch dann mehr transportieren. So, bauen wir eigentlich noch Truppen? Ich glaube, wir sollten mehr Truppen bauen. Vielleicht sollten wir noch ein paar Schiffe noch bauen. Ah, wir bauen hier noch ein paar Schiffe, sehr gut. Aber Truppen könnten wir eigentlich auch bauen. Schauen wir mal, wo sammeln wir die denn derzeit? Hier ein Fenster, das ist okay. Mehr Truppen. Oh, warte mal. Nein, nein. Ah, das ist so fürchterlich. Ich will kein volles Bürgerrecht nehmen, weil dann kommen wieder die Liberalen. Ach, gib Pfeif drauf. Jetzt können wir uns die Liberalen verweilen leisten. Jetzt führen wir eh keinen Krieg. Solidaritätsstreik. Und mit etwas Glück gewinnen ja die Sozialisten. Weil Bevölkerung und Leistung werden 15% sozialistisch vorziehen. Mehr Sozialisten, ja. So, wir machen das wieder von oben nach unten. Bei 4 oder mehr. Huch, was ist jetzt los? Panzer verbessert, okay. Okay. Einmal, zweimal, machen wir das während der Pause. Ah, dreimal, das ist dumme Ding, kann man das abschalten, dass das im Weg ist? Einmal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. 9-mal, 10-mal. So, das sind nochmal die. Das sind die hier. Gut. 1, 2, 3, 4. Jetzt hier. Panzer, einmal, zweimal und noch die Flugzeuge. Jetzt da drüber ist wurscht eigentlich. Einmal, zweimal. Passt. Und wieder eine doppelte Armee gebaut. So. Da kommen wir auch weiter aus.
Was ist das, sollte man machen? Tibet haben sie uns rausgeworfen. In den Niederlanden könnten wir das Ganze übernehmen, die Mongolei. Jo, Uruguay ist voll und ganz in meiner Hand. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, in Europa mit den Mächten, die ich gespielt habe, ist das mir irgendwie einfacher, wenn man irgendwelche neuen Sachen erobern will. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, wenn wir weiter weg sind, weil die ganzen interessanten Sachen auf anderen Kontinenten rumlungern. Ja, was weiß ich. Schauen wir mal noch einmal. Niederlande wäre schön, wenn wir in unsere Einflusssphäre kriegen würden. Das wäre wirklich supi. Und bei Tibet, wenn wir jetzt versuchen, dann nochmal einen Krieg zu erklären. Einen Krieg rechtfertigen. Protektorat gründen, das kostet 10. Infamie, das ist nicht gut. Wenn wir da aufgedeckt werden, sind wir auf 29. Aber ich würde die trotzdem ganz gerne erobern. Da ist noch ein Dings, da ist noch ein Gebiet drinnen, das indisch ist. Und wenn man sich das da so anschaut, das da ist ein Gebiet, das Indien für sich beanspruchen würde. Eine interessante Sache. Ganz kurz nur, ich höre eine Stimme aus dem Off. Was brauchst du? Nein, ich nehme nämlich gerade auf. Nein, ich nehme nämlich gerade auf. So, Stimme aus dem Off ist weg. Die Stimme aus dem Off will, dass ich fürs arbeite. Unfassbar. Unfassbar. Na gut. Also wie schon gesagt, Tibet wäre eine interessante Sache. Wir würden dadurch auch in den Krieg wieder mit Großbritannien geraten, aber das bringt uns nichts, weil in so einem Krieg mit Großbritannien können wir ja, wie wir letztens schon festgestellt haben, nichts machen. Und im Basta, wie ich gesagt habe, die haben noch immer Satellitenstatusmodus. Die hatten eine Revolution und es ist nichts passiert. Sehr ärgerlich. Das heißt, meine jetzige Vorgehensweise, also das, was ich mir überlege, halt jetzt ist, ich werde jetzt warten, bis mein Waffenstillstand mit Großbritannien vorbei ist. Das dauert noch bis 1930. Und dann werde ich noch einmal versuchen, einen Krieg zu rechtfertigen und dieses Mal einen Krieg rechtfertigen, dass sie ihre Gebiete freisetzen. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Vor allem, weil ich eigentlich... ein Anrecht auf diese Gebiete habe. Ich kann ihnen nur nicht den Krieg erklären. Und Großbritannien darf ich auch nicht den Krieg erklären. Weil für die habe ich das Dings nicht, den Kriegsgrund nicht. Das ist sehr ärgerlich. Vielleicht werde ich noch cheaten und werde mit Großbritannien einsteigen und den Satellitenstatus von all diesen Dingern da freisetzen. Also werde sie freisetzen bezüglich Satellitenstatus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Länder, denen ich dann den Krieg erklären müsste. Da würde ich dann auch noch gegen Großbritannien einen letzten Krieg führen.
Vielleicht mache ich das wirklich. Wer weiß. Flugabwehrartillerie, na schau dir was an. Artillerieverteidigung, Unterstützung gestiegen. Verdammt. Jetzt muss ich mit Xinjiang auch wieder kämpfen. Da passt man einfach einmal nicht auf. Und schon passiert sowas. Könntet ihr das bitte lassen, Japaner? Was wollen wir? Wir wollen Protektionismus. Das stärkt unsere Sozialisten. Tanketten, noch stärkere Panzer, ausgezeichnet. Und die Flugzeuge werden auch schneller produziert. Können wir überhaupt schon Flugzeuge produzieren? Und wir haben die erste Weltkriegserfahrung. Ich glaube, das war die letzte, genau, die letzte Armee-Technologie, ausgezeichnet. Das kann man da fertig machen. Also das machen wir mal da die Industrie fertig. Und schauen wir mal, ob wir noch bis zum Ende des Spiels auch Handel und Kultur und Seemacht fertig kriegen. Ich glaube zwar nicht, aber es ist doch relativ viel. Und wir haben recht lang gebraucht zu westernisieren. Aber wer weiß, vorwärts. Alle Unterschichten sind bis zu 5 Minuten, wir werden sozialistisch vorziehen. Wir machen 50% von der Unterschicht. Ich glaube, das ist mehr als 20% von allen. Huch, was ist jetzt los? Wieso haben wir jetzt wieder ein Minus? Ach, wie. Kann man das nicht mal erklären? Ich verstehe das eigentlich nicht so ganz. Ein internationaler Konflikt, das ist gut in West-Siebenbürgen. Ja, ja, okay. So, schauen wir mal, wie schaut das aus? Es hat sich noch keiner dazu bereit erklärt. Was wollen die West-Siebenbürgen? Konflikt um die Rückgewinnung rechtmäßiger Gebiete von Rumänien. Da wird Russland auf der rumänischen Seite sein. Ungarn bittet uns, ihre Seite im aktuellen Konflikt zu unterstützen. Wollen wir das? Mit etwas Glück geht Großbritannien da auf die andere Seite, dann werden alle als erst auf die andere Seite. Ja, wieso nicht? Mit etwas Pech. Kein internationaler Konflikt, aber Italien hat einen Krieg begonnen. Ach, schon wieder gegen Österreich. Gegen Österreich, Frankreich, Krakau und Montenegro. Das interessiert mich aber überhaupt nicht. Da gibt es nichts für mich zu gewinnen. Aber natürlich muss ich mitmachen, damit ich nicht ihre Unterstützung verliere. Polen ist auch dabei. Österreich ist wieder eine Großmacht. Ah, Österreich hat Russland wieder rausgeworfen. Nicht mehr lange, nehme ich mal an. Ja, was soll's.
Hatte ich die Beziehungen mit Frankreich wieder etwas besser? Hey, aber ich bin Anführer im Krieg, das ist gut. Das heißt, ich könnte Italien schwächer dastehen lassen. Gegen wen verhandle ich? Gegen Frankreich. Wäre schön, wenn Deutschland was von Frankreich verlangen würde. Das wäre natürlich cool. Aber wenn ich versuchen würde, eine Kolonie von ihnen zu erobern. Das wäre auch schön. Wenn ich das schaffe. Daher. Schauen wir mal. Lasst sie uns durch. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Hey, Wahlen beendet. Hey, die Sozialisten haben gewonnen. Das ist ja cool. Ausgezeichnet. Oh, das ist nicht so ausgezeichnet. Die haben 50% Steuern. Ach Gott, na gut, brauchen wir jetzt eh, weil. Weil wir führen ja jetzt Krieg. Ah, und sie sind antimilitärisch, aber immerhin sind sie keine Pazifisten. Wir bauen überall Industrie aus, wo es geht. Und so viele Arbeitslose, wir brauchen mehr Industrie. Boah, selbst auf den Weihnachts- und Kokosinseln sind viele Leute. Und wo ist das Ding? Wo ist das? Die südatlantische Inseln. Selbst dort sind sie voll, die Fabriken. Das ist ja irre. Wir haben so viele Leute. Indisch Orissa. Also wenn wir jetzt noch ein paar Fabriken bauen. Was gibt's denn da? Automobilfabrik. Bauen wir dort rein. Französische Inseln oder Gebiete, die wir erobern können. Das haben wir ja schon erobert. Die Kokosinseln. Vielleicht können wir tatsächlich da im Indischen Ozean noch ein bisschen was erobern. Ah, da ist noch was, was wir erobern können.
mal da. Uff. Das ist ein schönes Muster. Das ist gezeichnet. Ja. So, wir haben das Jahr 1926. Einfach, dass wir keine großen Schlachten schlagen müssen. Das wäre mal sehr recht. Sonst verlieren wir nur Truppen. So, dann geht da hin. Möchte Militärzugang? Ja, aber so nicht. Ich bin ja lieb. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Ist okay. Kanadische Nationalisten. Das ist ja süß. Yay, was sind das? Yes, Faschisten. Ausgezeichnet. Komm schon. Die müssen schneller erobern als diese Typen hier. Boah, Mist. Kann ich die irgendwie behindern? Und ihr seid bei 3%. Ausgezeichnet. Zurzeit sind sie noch schneller. So, okay. Mit meinen Schiffen kommen die endlich an. Ist okay. Hey, Krakau, fortfahren. Also zu Dings. Ist das die gleiche Region? Das Kongo ist Nordangola. Tja. Ist das
heißt auch Bas-Kongo. Vielleicht verlange ich von einem Bas-Kongo oder so irgendwas. Das ist ja wohl lächerlich. Könnte es sein, dass Bas-Kongo genau diese zwei Regionen nur sind? Drei Regionen, super. Aber immerhin sind sie dort Dings, der Zugang zum Meer. So gesehen. Hey, so ein Big Kanal. Warum ist diese Inseln da? Französisch Territorium, was? Französisch Südmadagaskar. Warte mal, diese zwei Inseln sind in zwei unterschiedlichen Gebieten. Na super. Also warum heißt das Südmadagaskar? Das ist im Norden von Madagaskar. Definitiv im Norden von Madagaskar. Deutschland und die Slowakei erobern. Könnt ihr bitte was von Frankreich verlangen und nicht von Österreich? Senegal, Südkamerun. Oh, das ist Dings, das ist gar nicht, gar keine Kolonie dort mehr. Sondern, also das ist eine Kolonie, aber das ist keine Kolonie. Vor allem was von Frankreich, nicht von Österreich. Die sind sowieso schon hinüber. Sowas wie erniedrigen oder so, das kostet nicht nur 0,9 Infamie. Oder befreit das Land. Oder freies Volk. Oder. Könnte ich den aus ihrer Einflusssphäre entfernen? Ägypten. Das wäre doch mal was. Geldgeltung reduzieren. Boah, das kostet recht viel. Was bringt das? Uns bringt das Prestige und sie verlieren ihre viel Prestige. Also ihre viel 57 Punkte, ist jetzt nicht so viel eigentlich. Oder ich erobere eine Region von ihnen. Das kostet 3,6. Das ist das. Was kann das? Nein, 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 das mache ich nicht. Das kostet 3,6 Infamie. Für das, dass es nichts kann. Die zwei blöden Inseln. Nicht mal über Bas-Kongo. Der Negro ist aus dem Krieg. Ja, wieso nicht? Kostet 3,3 Infamie-Punkte. Und kostet praktisch nichts an Kriegspunkten.
von meinen Kolonialarmeen will ich dann dort lassen und die andere will ich zurückschicken. Oder Mittelschicht? Mittelschicht, das sind nicht so viele. So, wie ist das da? Ich schaue mir das an. Wie schaut das hier aus? 12% und 9%, verdammt. So, Schiff, du fährst am besten wieder zurück heim. Um ehrlich zu sein, mit euch will ich sowieso nicht da draußen rumrennen. Strategische Vernichtungsdoktrin. Ich sehe ja was. Klingt gefährlich. So, schauen wir mal, würden sie schon Frieden machen, vor allem. Interessant, die haben noch gar nicht so viel an Plus da gemacht. Oh, Österreich ist natürlich hin. Frankreich, was hältst du davon? Wenn wir das folgendermaßen machen. Ich will den Deutschen die Slowakei eh nicht geben. Weil immerhin will ich die Deutschen noch einholen, punktemäßig. Und wenn ich schon einen Vorteil habe, dass ich die Frieden vorschlagen kann. Okay. Na dann nicht. Dann schlagen wir euch noch zu Brei. Auch zurück. Neben Bas-Kongo könnte man auch noch Kasai oder Äquateur versuchen zu erobern. Warum eigentlich nicht? Ja, weil es ziemlich viel Infamiepunkte kostet, deswegen nicht. Wir könnten vielleicht noch einen niedrigen Kriegsgrund reingeben. Ich müsste Frankreich ja da ziemlich hinüber sein schon. Die haben ja jetzt relativ häufig immer Kriege verloren. Aber scheinbar sind sie noch immer gut genug. So. Aber ich sehe gerade, wir haben schon 40 Minuten. Ich werde jetzt Schluss machen.
Und ich wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Mal. Schlaft gut und träumt was Schönes.